Das E4 Ziegelhaus 2020 von Wienerberger ist in aller Munde. Die vier E's stehen dabei für Energy, Economy, Environment und Emotion. Und diese gewinnbringende Kombination überzeugt auch das Lebensministerium beim Hausbesuch in Zwettl. Solche Projekte sind Antworten für die Zukunft. Zum einen ist der Bereich der Raumwärme zu 30% für die schädlichen Treibhausgase verantwortlich und zum anderen wird die Energie immer teurer. Daher ist es wichtig, dass wir Energie sparen, energieeffizient verwenden und damit auch im Wohnbau neue Bereiche erschließen, dass die Menschen die Energie sparen können und trotzdem einen Wohnkomfort haben. Beim Haus der Zukunft setzt Wienerberger auf Altbewährtes in moderner Form. Der Ziegel, ein sehr historischer Baustoff, der über Jahrtausende schon existiert, ist in den letzten Jahrzehnten erheblich weiterentwickelt worden. Es ist uns als großen Unternehmen in dieser Branche gelungen, den Ziegel einen sehr energetisch effizienten Charakter zu geben durch integrierte Dämmung. Und er ermöglicht es den Kunden und dem Partner, eine Systemlösung zu realisieren, die energetisch hocheffizient ist. Aber nicht nur das, er ist natürlich und schafft damit Wohlbefinden und ein sehr gutes Innenraumklima. Und somit ist er ein sehr nachhaltiger, zukunftsorientierter und moderner Baustoff. Das E4 Ziegelhaus 2020 erfüllt bereits jetzt die EU-Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und spart darüber hinaus bis 2020 insgesamt 33.600 Kilogramm CO2. Es war uns wichtig, dass wir heute schon zeigen können, dass das Bauen der Zukunft bereits jetzt möglich ist, also energieeffizientes Bauen mit einem hohen Anteil an erneuerbarer solarer Energie. Es war uns auch wichtig, hier ein reales Projekt zu errichten mit einer tatsächlichen Familie, die das Haus auch bewohnen wird. Wir werden dieses Projekt auch 2 Jahre entsprechend mit dem AIT vermessen, um auch daraus weitere Kenntnisse für unsere Gebäudekonzepte zu entwickeln. Für Familie Lugauer stehen Lebensqualität sowie wirtschaftliche Leistbarkeit im Vordergrund. Wir wollten eigentlich in Zwettl bleiben, weil wir eben da gebürtig und da aufgewachsen sind und wollten für unsere Familie eben da unser Traumhaus realisieren. Das E4 2020 deswegen, weil in der nächsten Zeit die Energie immer mehr steigen wird und ich was gesucht habe für unsere Familie, das auch leistbar ist für die Zukunft. Und deswegen ist das eben das entstanden und das wird sicher was Wunderschönes für uns. Das ist ja ein, sagen wir, durchschnittliches Haus von der Größe her und wir werden im Jahr circa um die 200 Euro bis 250 Euro Heizkosten haben für 200 Quadratmeter beheizte Flächen. Das ist einfach ein Traum. Das Fazit des Umweltministers? Ich will ein energieautarkes Österreich, wo wir sämtliche Energie im eigenen Land erzeugen. Die Grundvoraussetzungen sind Energiesparen, Energieeffizienz und daher sind die Gebäude der Zukunft nach meiner Vorstellung solche, wo es nicht heißt, my home is my castle, but my home is my power plant. Das heißt, ich wohne in einem Gebäude, das selber so viel Energie erzeugt oder Energie spart, dass ich mir keine zusätzliche Energie kaufen muss. Dieses Konzept hier bietet eine derartige Lösung und daher ist das ein Zukunftsmodell.